Ich bin der Flemur Schale, wir haben jetzt Dienstag, 12. Oktober 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 3. Jetzt haben wir hier 72 Personen. Und für die 72 Personen sind jeweils 5 also Gemüseportionen, also jeweils Gemüseportionen mit 5 verschiedenen Gemüse oder auch mit 5 Stück von einem Gemüse vorbereitet worden. Jetzt sind wir 72 mal 5. Geht also 70 plus 2 mal 5. 70 plus 2 mal 5, das ist 350. Plus 10, das gibt zusammen 360. Das gibt also 360. Jetzt ist es so, dass ein paar Leute nicht teilnehmen. Und zwar nimmt 5 Neuntel teil und erhaltet jeweils 6er Portion. Wie viel ist 5 Neuntel? 72 mal 5 Neuntel. 72, das ist 1, also 8 vor 80. Das heisst, wir rechnen 9 mal 8. Ja, also 8 vor 80 bedeutet 10 mal 8 minus 1 mal 8. Und das ist 9 mal 8. Mal 5 geteilt durch 9, 9 und 9 fällt weg, 8 und 5, 8 mal 5 ist 40, also haben wir da 40 mal 6. Und die restlichen Personen erhalten jeweils eine 5er Portion. Was ist die Differenz von 72 minus 40, 32? Jetzt ist es aber so, wenn wir das dann zusammenrechnen, 40 mal 6, dann haben wir da 40 mal 6, das ist 4 mal 10 mal 6. 4 mal 6 gibt 24 mal 10 gibt 240. 4 mal 6, das ist 2 mal 2 mal 6. 2 mal 6 ist 12 mal 2, 24. Und genau das gleiche machen wir mit 32 mal 5 und wir sehen relativ schnell. Das ist jetzt aber mehr als 360. Wir sagen aber, es sind ja gewisse Leute abgenommen. Teilgenommen natürlich. Also die Anzahl teilnehmender Leute, die hat abgenommen. Aus der Gesamtsicht, so ist es gemeint. 32 mal 5, und das geht 30 plus 2 mal 5. 30 mal 5, das ist 150. Plus 2 mal 5, das ist 10. Das geht 160. Und jetzt merken wir, zusammen geht das da 400. Mit 400 sind wir da 40 über, also 40 Portionen zu viel. Das heisst, wir müssen da noch. Das muss gleich 4, nicht gleich 40 haben, sondern, jetzt muss ich nochmal nachschauen, nicht 160, sondern es darf nur 140 haben. Minus 40 gibt 140. Das heisst, wir schreiben da mal gleich 140 hin. Dass es 5er Portionen sind, das wissen wir auch. Also schreiben wir da vorne die Gleichung an x mal 5 gleich 140. Und lösen das auf. Geteilt durch 5 auf beiden Seiten, so haben wir 140 geteilt durch 5. Und das ist 14 mal 10 geteilt durch 5. Und das ist 14 mal 2 mal 5 geteilt durch 5. Und es gibt 14 mal 2, das ist also 28. Wir können das x wegnehmen und dann haben wir dann 28 mal x. Nein, 28 mal 5 natürlich. Jetzt haben wir die Anzahl Teilnehmer, die neu. Das ist 40 plus 28. Also insgesamt 68. Jetzt habe ich aber etwas falsch gerechnet. Und zwar bin ich vorher bei 100. Jetzt sind wir bei 160 gesehen, minus 40 geht natürlich 120, nicht 140. Darum die Gleichung stimmt nicht. 120, also haben wir da nicht. Ich rechne es nochmal neu, dann ist das. Also nochmal. Wir gehen nochmal kurz zurück. Wir haben ja gesagt, 32 mal 5 geht 160. Mit 160 und 240 sind wir bei 440 über dem Ziel. Also müssen wir das korrigieren. Wir
korrigiert es so, dann sehen wir es gerade. Und zwar um 40 Abend. Weil wir um 40 über dem Ziel sind, also sind wir da bei 120. Dann haben wir da x mal 5 gleich 120. Das ist eine Gleichung. Wir teilen beide Seiten durch 5 und dann haben wir x gleich 120 über 5. Oder 120 geteilt durch 5, besser gesagt. Und das ist 10 mal 12 über 5. Und 10 mal 12 über 5 ist 2 mal 5, 5 mal 12 über 5. 5 und 5 fällt weg, also haben wir da 2 mal 12 als Ziel. Als Lösung. Und das gibt 24. Und wenn wir jetzt hier bei 24 sind, dann ist das das neue x da und 40 plus x, also 40 plus 24, das geht gleich 64. Heißt also, am Schluss nicht 72 Leute, sondern 64. Also insgesamt 8 Leute abgesagt. Und so kann man das dann interpretieren. So stehen es einfach. Gut.